So, ich nehme jetzt das einmal kurz auf. Ich hoffe, es läuft. So, läuft er. Weil ich sehr oft mache ich Gespräche zwischen zwei Brösel. Das sind so interessante Sachen, dass man gern andere dran teilhaben müsste. Man muss nicht unbedingt hier jetzt ein YouTube-Video draus machen. Ich will heute aktuell, zeitaktuell mal ganz kurz den Bildschirm übertragen. Und zwar geht es da in unseren Chat. Bezieht sich jetzt einmal rein auf den Chat. Und dann mal heute Morgen unseren Rainer, der ja super Einträge macht, und da fällt dieses Wort Prophet. Da ist also hier ein Video drin, ein Lied, ein modernes Lied drin, wo über den Propheten gesungen wird. Und dann geht er hier ein bisschen auf das Wort Prophet drauf ein. Und die Schwierigkeit ist immer mit dem Aufrechnen, da hat jeder seinen eigenen Stil. Das entwickelt sich, da will ich keine Namen sagen. Das ist aber für einen Einsteiger ist das extrem verwirrend. Ich habe also versucht, hier in der Rot-Blau-Schreibung seit Jahren, jetzt bewusst chronologisch gedacht, hier einen ganz einfachen Stil zu machen, den man relativ schnell und einfach durchschauen kann. Ich will ganz kurz nochmal zuerst auf das Wort Prophet eingehen. Es wird zwar hier grob aufgefächert, aber nur das griechische Wort Prophet. Wir schauen uns das einmal an, wie das aussieht, wenn du das jetzt selber eingibst. Wir gehen auf das griechische Wörterbuch und da beginnen wir zuerst einmal mit Pro. Und dieses Pro alleine, das ist schon sehr trügerisch, wenn man sich nicht die Mühe macht, nach unten zu lesen. Weil es ist. Jeder Buchstabe ist ein Kleinod. Da heißt es das erste Mal dieses Pro. Im Klassischen, im Deutschen würde ich sagen, wir sind dafür. Jetzt heißt es hier das erste Mal hier vorne, des Orts vorne. Wir fahren nochmal ein bisschen rein. Und jetzt wird es dann schon interessant. Das heißt von den Verbis, ganz interessantes Verb ist ja auch das Zeitwörter. Auch bei Verbis, ich sage mal bei Zeitwörtern der Bewegung hervor, es kommt was hervor in der Zeit vorher, was eigentlich Prä ist. Da ist das O wird zu ein E. Vorher, voraus, zuvor. Und jetzt kommt immer dieses griechische Wort, diese Tnesis. Das ist ein Aufbrechen, ein Aufspalten von einem Wort. Das wird jetzt zu weit gehen in der Grammatik. Erklärt werden kann, wir sagten es ihm vorher, früher. Also da merkst du, das Pro ist eine Unterform von dem Prä. Die Zusammensetzung mit Präpositionen, bla bla bla, sind einzeln aufgeführt. Ich lasse jetzt das Hebrä das Griechische absichtlich weg, weil achte nur, jetzt hast du mal auf den deutschen Text. Pro behält in all denselben seine ursprüngliche Bedeutung vorwärts fort. Vorwärts, vorwärts oder vor. Und du merkst, jetzt fängt das Spiel schon an. Ich sage immer wieder, wichtig, alles, was es ist jetzt. Die Grammatik wird nur dazu benutzt, dass du in deinem Kopf aufgrund der unterschiedlichen Grammatik von Zeitwörtern das Gefühl von Vergangenheit und Zukunft kriegst. Du kannst immer nur jetzt sprechen und jedes Wort, das ich spreche, spreche ich jetzt. Aber wenn ich sage, ich sprach, ich habe gesprochen, ich werde sprechen, setze ich diesen Vorgang des Sprechens rein gedanklich jetzt in die Zukunft und in die Vergangenheit. Mit den ganzen Unterformen, wo es gibt. Es bleibt aber trotzdem, dass ich immer nur jetzt denken und jetzt sprechen kann. Das heißt, es hat durchaus einen Sinn, damit kann ich, wie ich immer sage, wenn du was zeitlich um dich herum verstreust, ich habe gestern, ich werde morgen sprechen, ich habe gestern gesprochen. Interessant, G weist immer die Vorsilbe G auf ein Zusammensein hin. Es ist ein unheimlich präzises System, das nie irgendwann in der Vergangenheit zufällig aus einem Gehirn entsprungen ist, von irgendwelchen Tieren, die sich weiterentwickelt haben, zu Menschengehirnen. Das ist diese totale Entgeistigung des eigenen Geistes, wenn du dich als Trockenlassenaffen siehst. Das ist eine Matrix. Aber wir schauen mal weiter. Das wird jetzt ganz interessant. Bei Verbis der Ruhe. Jetzt ist schon hier, was bedeutet dieses GW-Punkt? Jetzt ist natürlich das eine Abkürzung. Das können wir jetzt nachschauen. Da müssen wir jetzt wieder recherchieren, wenn man es nicht weiß. Ich könnte jetzt zum Beispiel spontan sagen, gewöhnlich. Ich weiß es ja nicht, ich bin sowieso ein Proll. Interessant ist, wenn du es wissen willst, du nimmst einfach die Radix und gibst GW in den Gematrix-Explorer ein, das ist hebräisch, und das stimmt, diese Grundradix stimmt immer. Das ist jetzt nämlich aus einem Bauchgefühl heraus, wirst du feststellen, dass dieser Bauch, dieses Geist, in dem sich alles verbindet oder der, wo was aufspannt,
Das ist in deinem Innern. Das ist der sogenannte innere Körper. Das ist in der Mitte. In der Mitte in einer Gemeinschaft. Und die absolute Gemeinschaft ist, dass ich vorm Bücherregal und all diese Ichs, zu denen, roten Ichs, zu denen ich werde, je nachdem, welches Leben ich dort lebe, die sind alle immer in der Mitte, im absoluten Zentrum. Die, die immer sind, sind die Roten. Jetzt macht es plötzlich einen Sinn, ne? Ja. Das GW, ich sage mal gewöhnlich, und dann muss man jetzt wissen, wenn wir die Vorsilbe G nehmen, da gehe ich in, ich bin da schon drauf ein, dass diese Vorsilbe G im Deutschen weist immer auf einen Zusammen hin. Ich nenne das ja GE, der Geist ist eine Trinität, Heiliger Geist, Gott Vater und Gott Sohn, und das E-Quadrat ist Vater und Sohn. In eins gedacht, weil aus jedem Vater wird wieder ein Sohn, wenn wir die Zeit wegmachen. Drückt Zusammensein oder Vereinigung aus. Das können wir jetzt reingehen, das ist immer, wir fahren nochmal ganz, ganz kurz runter, da wird es nämlich sehr, sehr schön beschrieben, ist überall Handwerk, Blatt, der Gefährte, der Genosse, der Geselle, das G bildet, das G Birge, das G Flügel, G Rippe, denk an die Rippe, die Zeller, das G Stirn, alle Sterne sind gleichzeitig da. Aber dieser GE-Quadrat symbolisiert die Stirn auf deinem Kopf. Diese Stirn ist praktisch das 3D-Kino, das sich dann aufteilt in der VR-Brille. Das geht dir, das geht zweit. Im Gegensatz dazu wirst du feststellen, dass die B-Vorsilbe immer auf ein Verstreuen hinweist, weil das ja zwei waren. Ein ganz simples Prinzip, wie ich das erkläre. Ja. Da kommt die Unterform von B, heißt dann in mir, auf Hebräisch. Man muss das sehr wohl, bi in Hebräisch heißt in mir und im Griechischen heißt es zwei, bisexuell. Das Haus, Beat, geschrieben, Beat ausgesprochen, da können wir jetzt übrigens auch, ich kann da ganz, dieses bi in mir, mit Erlaub, bitte, ach bitte, mit Verlaub in mir, eigentlich wird es mit in mir übersetzt. Ist interessant, ich schreibe noch Bi, im Griechischen ist zwei. In mir sind immer zwei, nämlich zuerst einmal ein Wellenberg und ein Wellendal. Und jetzt kriegen wir dieses Spiel, dass sobald wir uns diese Wellenberg und Wellendal denken, ausgedachterweise, das ist wie ein Bild auf der Leinwand, muss im selben Moment zu dem Positiv ein Negativ da sein. Wohlgemerkt, Positiv, Negativ, können wir wie alle Polaritäten austauschen. Drum ist der verborgene Wert 414. Ja. Das heißt, wir brauchen vier und sobald wir uns die vier denken, müssen acht da sein. Okay? Ja. Und das, wenn ich jetzt das Beat mache, wenn ich ein D dranhänge, heißt es, in mir ist eine Erscheinung. In mir ist eine Erscheinung. Das ist das hebräische Wort für Haus. Das ist aber auch das Innere, weil das ja in mir ist, diese Erscheinung. Das ist der Wort. Jetzt, wenn ich weiß, dass ich das Bet ausspreche, das I wird hier I ausgesprochen, weil der kleine Gott, wie ich das I ja nenne, ein unbewusstes, ein bewusstes Gotteskind, ein kleiner Gott, der ist ja eine Energie. Darum ist es das, das I, das eine I von dem E-Quadrat. Ja. Macht das einen Sinn? Oh. Oder macht das einen Sinn? Und wenn ich das jetzt Bet mache, wenn der das unbewusst macht, dann kann ich das Bet auch Bet schreiben. Dann heißt es eigentlich genau, in mir ist Zeit, es ist ein Zeitpunkt. Und jetzt im klassischen Sinn heißt es, in der Zeit kriegst du jetzt ein Erschrecken. Wow, gut. Ein Verwirren, du kriegst plötzlich Angst, wenn du das unbewusst machst. Ja. Super. Okay, aber jetzt bin ich schon zu weit gegangen. Wir wollten ganz einfach, wir sind immer noch bei dem Bro, ich wollte nur das GW. Erkennst du jetzt, wenn ich sage, du musst einen Komplex haben im Hintergrund, du kommst aber nie mit der Vordersprache, mit Holophilien, kommst du nie aus dem entsprechenden Kontext heraus. Das heißt, bei Verbis, bei den Zeitwörtern, der Ruhe, selten der Bewegung. Das heißt, es geht hier immer um Zeitpunkte. Ja. Diese Ruhe, wenn ich jetzt weiß, dass das H ja sehr oft das CH, das Chat und das H ausgedacht wird. Das heißt, bei generierten Geist, bei Verbis des generierten Geistes, selten der Bewegung, weil der Geist generiert sich ja, woher kommt das Selbstgespräch, mit Lichtgeschwindigkeit. Und Lichtgeschwindigkeit sind Transversalwellen. Und schon dieses Transversale, wenn du das kleine Bild anschaust, ist auch schon wieder auseinandergedacht. Da gibt es reichlich Selbstgespräche dazu. Aber jetzt gehen wir mal weiter, das wird noch viel interessanter. Das heißt, das von zunächst unmittelbar, dem unmittelbar Vorliegenden. Da bin ich drauf eingegangen. Wenn ich jetzt weiß, UN ist eine aufgespannte Existenz. Und die ist mit L, mit Gott.
In diesem Bar, jetzt dieses Bar, wenn wir uns jetzt anschauen, kleinen Moment, ich mache es erst einmal mit Gott, das Doppeldivism ist ein Pi, das sind entweder 2 mal 400, ist 800, dann ist es das Pi, NP, oder es ist 2 mal 9, das sind die zwei Spiele. Das Mi, wissen wir, ist Frage, gespalten gewordener Intellekt, rhetorische Frage. Was ist hier eigentlich? Was ist hier eigentlich in dem L? Wir können das L mit 70 lesen. Was wird hier eigentlich hochgehoben? Ja, super. BR ist das Äußere. Darum ist das das Vorliegende. Jetzt ist klar, wenn ich die Grundlagen, die Grundradix von Hebräisch, Deutsch, von der Vatersprache nicht beherrsche, kann ich jetzt in keinster Weise folgen. Und sobald du eine Handvoll, ich sage, es ist so leicht zu lernen, es ist ein Minimalwortschatz an Grundradixen, wir können jetzt das BR ist das Äußere, wir können natürlich auch BA erschreiben und dann wirst du plötzlich feststellen, dass das hier ein Auseinandersetzen, ein Erklären darstellt, was ich jetzt mache. Das entspringt an der roten Quelle. Der Brunnen selber ist noch nicht die Quelle. Das ist immer wie, wenn ich sage, wenn du dich vorhergehendes Selbstgespräch, mein Maskenbeispiel, wenn du dich mit einem Menschen unterhältst, ist zuerst einmal für dich die Persona, die Maske da, die Person da. Du kannst dich mit dem Fleischkörper nicht unterhalten. Hinter dieser Person steckt dann der eigentliche Mensch, was wir sagen, das ist das Programm, das diese Person aufschmeißt. Aber mit einem Programm kannst du dich auch nicht unterhalten. Und erst in der dritten Stufe kommt der Geist. Du musst dich auseinandersetzen, um in die Welt der Vorstellungen zu kommen. Der Vorstellungen. Und das ist dann das Vorliegende. Aber das, was vor dir liegt, ist Lei. Lei. Und ich kann mir es jetzt nicht verkneifen für einen, die des Englischen nicht so mächtig sind wie der Udo, der kann ja überhaupt nicht Englisch. Der nimmt halt ein Wörterbuch und dann schaut er einfach nach. Und dann kriegst du zuerst einmal ein Liegen, ein Herumliegen. Und jetzt wird es interessant, das Anlügen, dass das Liegen und das Lügen klingt ja schon gleich. Ich sage, wenn was gleich klingt, rein jetzt akustisch, ich kann sehr viele verschiedene Buchstabenzeichen dafür benutzen, um das auszudrücken. Ja. Denk einfach an das Wort Christ. Ja. Wenn jetzt einer nicht richtig schreiben kann oder Fremdsprache nicht beherrscht und ich schreibe Christ, ich kann das vorne mit einem K schreiben, mit einem Kopf, also mit einem Q schreiben, mit einem CH und mit einem CK. Ich werde das immer Christ aussprechen. Ja. Das heißt, der reine Sound, wenn rein akustisch irgendwas gleich klingt, egal in welcher Sprache der Welt, wenn du das jetzt umsetzt mit der Vatersprache, wirst du feststellen, wie das zusammenhängt. Auch arithmetisch dann in der Zahnebene. Aber was hier viel interessanter ist, wenn man mal, da gibt es ja auch Substantive, dann wird aus diesen Liegen, Lügen, werden die Lügen und es hast auch eine Kindslage. Und eine Kindslage, das ist jetzt, dass du immer dich Bauchlage, Gesichtslage, Rückenlage, Gesichtslage, Rückenlage. Und das Ganze, dieses Umdrehen, wird jetzt ein Geflunker. Gut. Das ist jetzt, dann kriegst du eine Schwindelei. Da ist die Windel mit drin. Siehst du, da ist die Windel von der Kindslage mit drin in der Lüge, weil nur unreife Kinder lügen. Genau. So wie der Pinocchio. Und da kriegen sie eine lange Nase. Und diese lange Nase, das ist ihr schöpferisches Wissen, das aufbaut nur auf geistlos nach. Diese Nase heißt nämlich auch der Zorn. Das ist jetzt das ganz, dieses ganze Spiel, das ist das, was aus dem Gesicht herausragt. Ich mache es immer so. Ja. Dieses Dreieck, diese zwei Seiten wiederum, diese Ecke, das ist das doch mal, wenn wir das gerade stellen, das, was sich in den Raum vor dir in der Vorstellung hineinbiegt, wenn du in die Ecke reinschaust, das symbolisiert die Nase. Und an der Nase wirst du feststellen, dass du zweimal zwei Flügel, Lügel, Lügel, Lüge. Das sind Nasenflügel, da ist das Wort Lüge mit drin. Deutsch in Verbindung mit diesem Hebräisch entschlüsselt letztendlich alles über alle Sprachen. Du meinst, das ist, da wird, ich will zurzeit nur, dass dir bewusst wird, dass jedes Wort hier kannst du wirklich aus dem Stegreif, ganz alleine, ohne dass du jetzt, du musst nur dieses Prinzip verstehen, wenn du dir die Mühe machst, und das wiederum ist ein Akt von geistiger Reife. Solange du dich dafür nicht interessierst, wirst du demütig akzeptieren müssen, dass du noch ein kleingeistiger Hosenscheißer bist. Was ja übrigens keine Schande ist, das betone ich immer wieder, es ist keine Schande, ein Kind zu sein. Das Problem ist bloß, dass hier
für mich kleingeistige Hosenscheißer einen Professortitel haben und geistlos nachäffen, was man ihnen erzählt hat, ohne das in Frage zu stellen. Das ist das Zeichen von Unreife oder extrem rechthaberisch. Da kommen wir jetzt dann gleich dazu mit Genderwahn und all dem ganzen Zeug. Jeder äfft doch irgendeine Strömung, eine Modeströmung noch. Sag doch einfach mal zu jungen Leuten, die sich mit Tattoos vollpflastern, wohlgemerkt, wir denken uns das jetzt aus, wir erschaffen es in unserem Kopf, dass das nicht schön ist und dass sie geistlos was nachäffen. Erinnere dich, ich sage jetzt das Nadja-Programm, der Geist mit dem Nadja-Programm, wie du vor 20 Jahren in Almena warst und ich habe die Sache mit den Zungenpiercing erzählt. Genau. Da steckt das genau drin. Ja. Die 13-Jährige kommt zu den Eltern und die will unbedingt ein Zungenpiercing. Das ist das Spiel, die will das nicht. Sie will sich anpassen an ihre Freundinnen, an das Umfeld. Ich brauche, all meine Freundinnen haben auch ein Zungenpiercing. Mhm. Und ich sage, jetzt spiegeln wir das. Diese Mode existiert nicht in deiner Traumwelt. Du bist 13, du kommst heim und dein Papa sagt, pass auf, Kind, wir fahren jetzt wohin, ich lasse da Eisen durch die Zunge schießen. Selbe Situation, bloß ein anderes Umfeld. Ja. Das ist eine ganz, ganz tiefe Weisheit, wenn du das erkennst. Du äffst alles nach, deine Vorstellung von richtig und verkehrt. Das hast du dir eingeschnappt, eingeholt wie einen Virus. Das ist der Virus. Und das wird jetzt medial, wird es verbreitet. Das ist, was wollen viele Jugendliche, die ich mir jetzt ausdenke. Wohlgemerkt, ich denke die jetzt, die erschaffe ich jetzt in meinen Kopf ganz bewusst. Ich sage nicht, dass das da außen ist, weil ich irgendwann einmal im Laufe der Jahrhunderte, der Jahrtausende als Geist angefangen habe, diese Gebote zu halten. Mach dir kein Bild von irgendwas da draußen. Ja. Was zurzeit die Jugendlichen, die ich mir aktuell ausdenke, der Traumberuf ist Influencer. Ach, dann werden Sachen viral verbreitet. Ja. Wenn ich jetzt Mediziner bin, müssen mir die Haare zu Berge stehen. Das heißt, die Influencer, das ist Grippe. Das war früher immer wieder, wenn ich fortgegangen bin in einer Disco und so hübsche Frau dort gesessen an der Theke, dann habe ich gesagt, das ist Fräulein Grippe. Dann fragt mein Kumpel, wieso? Dann habe ich gesagt, wer hat sie noch nicht gehabt? So, wie in der Posa vor dem Haus. Außer, hier haben wir unser AOB, die Beschwörung erweckt in HAL, in diese Nichts eine Polarität. Mhm. Außerhalb desselben. Das ist interessant. Alles, was du dir denkst, vor dem Haus ausgedacht, Beat, in mir sind diese Erscheinungen. Die erscheinen jetzt aufgrund meiner Beschwörung außerhalb von mir, Gott. Ich bin dasselbe, wir zwei desselben. Das ist der Esse, der seiende Gott. Lieb heißt übrigens dann das Herz, das können wir wieder rot und blau schreiben. Das Herz symbolisiert auch das Innerste. Ja. Das ist dann das rot gelesene Lieb. Ja. Das Herz, das ist das Innerste, die Mitte. Mhm. Blau gelesen wird es dann der Verstand. Ja. Das Licht, in dem alles verbunden ist. Ich sage immer, die Lampe im Projektor und das physikalische Licht, das sind tausende von Millionen, Milliarden von Lichtern zerspringt. Denk bloß jetzt an deine Sterne. Ja. Mhm. In der Astrologie, Astruo, das nicht, die nicht nach außen gestreute Logik ist dann rot gelesen. Und du merkst jetzt, das Ding wird spannend, wenn ich die Vatersprache beherrsche und ich gehe da rein. Das heißt dann auch voran, vor einem, her. Ja. Er heißt übrigens die wahrgenommene Berechnung, wenn wir das Erzvokal rausschmeißen. Mhm. Und die wahrgenommene Berechnung, das ist Berg. Das ist der Wellenberg, den du aufschmeißt in dir. Ja. Das ist dieses immer nur, ich muss nur die Konsonante Radix das da mal beachten. Ja. Und dann kriege ich jetzt erst einmal den Berg, die Berg-Gag. Jetzt sind wir wieder ausgedacht. Vorhergehendes Selbstgespräch anhören. GE-Quadrat in GE-Quadrat ist ein Bier. Bi in mir ist eine Berechnung. Mhm. Das ist ein ganz simples System. Ich sage rot-blau lesen, nur wenn du diese Tabelle beherrschst, kannst du das eigentlich schon komplett fließend übersetzen in einen sehr rudimentären Bereich. Und dann wird dir was wichtig ist, vor allem bewusst, dass das ganze Denken nicht willkürlich ist, dass du dir das nicht raussuchst, sondern dass, wenn wir jetzt hier runter ganz kurz, wir schauen dann noch ein bisschen weiter, das ist jetzt dritter Punkt, von der Zeit vor, im Gegensatz von Meda, jetzt ist natürlich schon wieder diese, ich sage immer von den Metaphern, da müssen wir jetzt das griechische Meda anschauen und wir müssen das lateinische Meda anschauen, mhm. zum Vorteil,
bla bla bla. Wenn du sagst, das interessiert mich nicht, du hast andere Interessen, das ist schlichtweg und einfach wie ein Vierjähriger, der sich zum Beispiel nicht für körperliche oder Siebenjährige, der sich in keinster Weise für körperliche Sexualität interessiert. Mhm. Der hat andere Interessen. Interesse heißt inneres Sein. Ja. Und dann kommt irgendwann die Pubertät und dann fängst du an, dass all das, was für heute für dich wichtig war, wird nichtig und du interessierst dich für was vollkommen Neues. Und du hast keinen Einfluss drauf. Und dann doch wieder irgendwie mit deiner Reife. Es funktioniert aber nicht, wenn du jetzt mit Kaufmannsding sagst, ich muss mich dafür interessieren, dass ich schneller reif werde. Du wirst schneller reif werden, wenn du dich anfängst, dafür zu interessieren, aber das, du wirst merken, entweder ist es in dir drin oder es ist nicht in dir drin. Entweder wächst dir als junger Mann ein Bart oder es wächst dir keiner. Mhm. Und wenn er dir zu wachsen anfängt, bist du in der Pubertät. Mhm. Aber dann kommen irgendwann einmal die Wechseljahre und dann passiert dasselbe, dass alles, was dich vor den Wechseljahren interessiert hat, wird dir vollkommen am Arsch vorbeigehen. Zum Beispiel dich am Leben erhalten zu wollen. In dieser Welt, in diesem Traum, dir leuchtet plötzlich ein, dass du was anderes bist, wie das, was du dir ein Leben lang damit verwechselt hast. Ja, das ist dieser Satz, wenn ich sage, wenn du ein Greis geworden bist, erkennst du, dass du schon immer dieser Greis, dieser Geist mit einem Spiegelbewusstsein, du bist dieser Spiegel. Das ist dann dieser Logos, der jetzt hier geht, der Greis. Wenn du ein Greis geworden bist, erkennst du, dass du schon immer ein Greis warst. Am Ende des Buches, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und dann wirst du ein Rückhörer, dann kehrst du wieder hier eben zurück in diesen Mittelpunkt, weil du weißt, du hast ihn nie verlassen. Dann ist das Wiederkommen da und so weiter und so weiter und so weiter. So, wir sind jetzt nur bei dem Pro. Und das ist jetzt, da können wir jetzt ganz runterfahren. Du wirst merken, Sex auch von der Veranlassung bzw. der Ursache, Prä, ich habe gesagt Prä, im Englischen dann ist das A außen, Prä heißt vorher, voraus, wegen. Alles kommt, was vorher war. Und ich betone dann immer wieder, vorher nicht chronologisch, sondern hierarchisch. Wenn wir ein Hochhaus aufbauen, da musst du dir vorstellen, ich sage mal ein Riesenhochhaus mit 3 Kellerstockwerke. Wir können -1, -2, -3 fahren, in einem Parkhaus zum Beispiel. Ja. Das sind die ersten 3 Wachstumsstufen bei 3x3x3 Wachstumsstufen. Und jetzt bauen wir auf dieser Grundlage, auf dieser Basis, bauen wir das Erdgeschoss, den ersten Stock, den zweiten Stock, den vierten Stock. Das ist jetzt hier, das sind wie die Lebensjahre. Das ist dann in der Gebärmutter, oder wir sagen jetzt die ersten 3 Wachstumsstufen, und dann bauen wir das auf. Und wenn du ein Greis geworden bist, sitzt du ganz abgehoben in dem Penthouse. Und jetzt, wenn du dich zurückerinnerst an deine Vergangenheit, an dein Leben, dann gehst du, steigst du, das ist die Transversal in den geistigen Keller hinab. Ja. Und was der normale Mensch macht, der meint, das Stockwerk unter ihm ist zeitlich vor ihm und nochmal zeitlich vor ihm, aber du denkst es immer jetzt. Es ist doch so simpel, es ist so unendlich einfaches Deutsch, was ich dir mit Holofeeling erkläre. Und dann tauchen immer wieder Schwätze in dir auf, die sagen, ich bin ein Guru und das ist alles Blödsinn und ihr werdet von mir Gehirn gewaschen, wo ich dann wieder sage, stimmt, jeder hat recht. Mhm. Bloß, dass für ihn Gehirnwäsche was Negatives ist und ich frage dich, ist es negativ, wenn du irgendwas wäschst? Wenn du dein Car-Light, dein Kleid, den TRX, den Dreck rausmachst? Ja. Diesem ganzen geistlos nachgeäfften naturwissenschaftlichen und religiösen Kack, den du dir wie ein Virus eingefangen hast. Oh ja. Das ist das Spiel. Ja. Es ist auch ein Vorzug. Mehr Liebe oft verstärkt ist einen Simplex, das Bewusstsein des Meeres. Was ist eigentlich ein Simplex? Das ist das erste Mal, ihr müsst das Bewusstsein des Meeres. Ja. Und dann haben wir ein PL, ein wissendes Licht, PLX. Aber dieses Bewusstsein ist das Wunder. Das ist das Wunder. Dieses Simplex. Von wem? Kann er da ganz kurz zeigen? Von dem hier. Das ist Sex. Das ist BLE. Ja. Ganz einfach. Das ist das Rätselhaftsein. Ein einziges Wunder. Ja. Gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten, weil wir dann zwangsläufig, wo ich jetzt gerade an die Nase, wenn wir jetzt da ein Hie hin dran setzen, ich fange jetzt in einem gewissen Maß an, wir waren doch hier bei der Gehirnwäsche. Ja, genau. Ich fange dich an zu entlausen. Entlausen. Das ist hier ganz wichtig, du musst da mal schauen, das Licht, das außen ist,
Hab einfach die Fantasie. Super. Wir heben dieses Licht, wir holen die Lichter außen wieder, wir fangen an, uns zu entlausen. Das sind wie kleine Flöhe, wenn du an die Sterne denkst. Schön. Da, nur wenn was gleich klingt, hat es miteinander zu tun. Du hältst dich so an Regeln, die dir eigentlich keiner vorschreibt. Der Einzige, der dir dein Regelsystem vorschreibt, ist die Logik dieses Ego, das du zum Denken benutzt. So, wir waren jetzt ganz grob. Jetzt, wenn ich natürlich die griechischen Wörter noch genauer anschaue, die hier ja nur die deutschen Übersetzungen sind. Das ist übrigens das Unglück vor allem Weibern. Das ist unsere Logik. Ja. Die machen dich, deine Logik, die Frauen machen dich unglücklich. Ja. Wir Männer wissen, wovon wir sprechen. Es ist natürlich umgekehrt genauso, weil, sagst du mal, ich rede ja immer mit Geist. Ja. Ich rede mit Geist und du Geist spielst jetzt die Rolle eines Mannes oder eines Fraus. Wenn du jetzt ein Genderwahn hast, das heißt der Geist, was hast du bei männlich und weiblich? Schau unten hin, das ist auch eine Polarität. Ja. Mhm. Und wenn du in dem Genderwahn bist, dass du meinst, das gleich machen zu müssen, es ist dasselbe Geist. Es ist immer dasselbe Geist, egal, der jetzt das Leben einer Frau durchlebt, als Frau oder sein Leben als Mann durchlebt. Es ist immer dieser Geist, ist rot männlich. Genau. Nicht diese sägewendige Körper. Man muss dieses Prinzip verstanden haben. Mhm. Fünf, Quintessenz, kommen wir gleich dazu. Auch von der Stellvertretung statt anstatt eine Gleichsetzung, Schätzung, Setzung. Siehst du, ja. Eine Gleichschätzung ist eine Gleichsetzung. Aber Gall ist die Welle. Ein Wellen-Ich kann männlich oder weiblich sein. Du siehst jetzt wieder nur eine Hälfte. Du sagst, ich bin ein Mann oder ich bin eine Frau. Du bist weder ein Mann noch eine Frau, sondern du bist der Geist, der sich das ausdenkt. Ja. Aus sich heraus drückt, die erreicht wieder eine Berechnung. Ja. Und die Rückseite, der Rücken, der fällt dir. Du siehst immer nur die Vorderseite und die Rückseite musst du dir dann denken. Ja, super gut. Das ist nicht willkürliches Geschwätz. Das ist bloß, du musst irgendein Komplex einmal freigeschalten haben, vorhergehendes Selbstgespräch anhören. Ja. Und dann wirst du feststellen, auf des Herrn, AUF ist AUB. Der Schöpfer UB, das ist der Herr. Mhm. Und auf des Herrn Geheiß, GE Quadrat, ja. Der bestimmt das alles. Ja. Das nennen wir übrigens ein Sub. Ach. Und das ist Gott. Ja. Der ist nichts. Mhm. Ist schon verrückt, ne? Das ist sehr verrückt. Ist auch nur ein, man muss einfach für sich akzeptieren, du wächst am schnellsten, wenn du weißt, dass du noch was ganz was Dummes, Einfaches bist. Ja. Das ist übrigens das Dumme, wenn ich sage, die Dummköpfe, schau mal, was jetzt passiert. D-U-M-M. Mhm. Wir schauen mal, was das Wort hebraisiert, das Wort dumm heißt. Das ist erst einmal die Stille. Still. Ja. Lautlos, es ist eigentlich die leblose Materie, weil die Materie selber spricht ja nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel den Lautsprecher ausdenkst, der Lautsprecher als Ding an sich, es ist ja ein logisches Konstrukt mit den Schallwellen, wo du nachhilfst, das durchaus einen symbolischen, einen metaphorischen Sinn hat, aber es ist dumme, geistlose Gehirnmasse. Dein Gehirn kann nicht sprechen. Ja. Das ist die Symbolik, steht eigentlich dumm, ist geistlose, leblose Materie. Da zählt auch jeder Trockennasen auf dem Körper dazu. Ja. Ich bin Geist. Jetzt mache ich das blau, die Existenz eines Gehirns. Blau ist Geist, ist Verstand und deshalb auch dumm. Aber dieses Du MM, da wissen wir, dieses Du ist die eigenartige Form von Zweien-Zusammensetzung. Ja. Das ist nur Zweien-Zusammensetzung. Schau mal bitte hin. Gott, ja. Der Punkt, in dem sich alles befindet, das kleine Bild anschauen. Ja. Das ist All. Mhm. Und wenn ich jetzt sage, du bist All, du All, dann kriegst du das Dual. Ja. Jetzt denken wir uns nämlich was aus und dann müssen wir zwangsläufig aus dem Nichts eine Welle aufschmeißen. Ja. Und dieses Dual ist entweder an der Oberfläche geöffnet, eine Öffnung, schau, dieses Wort Öffnung, ein Kreisen, die zwei Bündchen drüber sind, die zwei Facetten, die nun in deinem Gehirn ausgedachterweise eine Information sind. Ist immer was Aufgespanntes, eine getrennte, abgetrennte Facette. Du siehst immer nur Face. Ja. Et ist der Zeitpunkt im Wachraum. Ja. Oh. 401 gelesen. Ja. Rot gelesen heißt es geschlossen verbunden. Dual wirst, wenn du dual wirst, blau gelesen, sondern Gedanken wird. Ja. Mhm.
Ja. Darum habe ich jetzt auch auf Aufnahme gedrückt, weil ich sage, für eine, die neugierig sind, Ja. ich mache das ja tausende und abertausende Mal, wo nicht aufgezeichnet wird, jetzt normal für dich raumzeitlich gedacht. Und da lassen wir dich jetzt einfach noch mal ein bisschen dran teilhaben. So, wir Ja. waren jetzt bei dem Pro, wir sind bei Prophet. Und jetzt ist es natürlich, dass wir uns, wenn wir jetzt den Fä, Prophet, machen wir gleich da die Grundrate. Es ist immer, wenn man einen, umso kleiner du das machst, du wirst gleich merken, wie wichtig das ist. Dann kriegst du das Vorhersagen, Prophemi, das Vorher, das Verkündigen. Also das Pro ist schon mal wichtig, dass du das Pro verstehst. Vorher ist nicht chronologisch zu sehen, sondern hierarchisch. Erinnere dich, in einem habe ich das Beispiel gebracht, ich benutze mal das Wort vorher nur etwas anders betont. Es ist eine Sache, ob ich was vorher gesehen habe, der Prophet sieht etwas vorher, oder ob ich es vorher gesehen habe. Ja, genau. Aber das Vorhersehen bezieht sich jetzt gedacht auf die Vergangenheit und das Vorhersehen bezieht sich auf die Zukunft. Ich betone das Wort nur etwas anders und ich kriege im Deutschen sofort einen anderen Kontext. Ja, das ist. Habe ich was vorher? Vorhergesehen oder vorhergesehen? Ja. Jetzt merke ich diese kleine Soundänderung, die wirst du ganz krass, und ich habe ja die ganze Welt erschaffen, nicht nur das Deutsche. Wenn du jetzt ins Chinesische kriegst, gehst, da hat ein Wort minimal, nur wie du das aussprichst, fünf verschiedene Aussprechorten, das ist dieselbe Radix, im Thailändischen sogar sieben. Und darum ist es so schwer zu lernen, weil minimale Soundveränderung. Ich schreibe jetzt zum Beispiel ein Wort hit Mai. Muss man sich jetzt wieder, jetzt geht wieder, jetzt muss man sich interessieren, man müsste neugierig werden. Dann ist es, ob ich das Mai, Mai, Mai. Das ist nur, ob ich das abfallend, auffallend, gleichmäßig mache, ob ich das von oben nach unten in der Betonung setze. Kriegt dieses Wort Mai komplett unterschiedlichen Sinn. Das hängt nicht einmal zusammen, wie wenn ich jetzt sage, du kommst aus dem Kontext nicht raus. Das sind im ersten Moment, sind es wieder die oberflächlich betrachtet, rein durch die Aussprache, so den Sinn verändern, die Vorstellung verändern beim Chinesen, den wir uns natürlich ausdenken und als Ausgedachter kann der sowieso nichts wahrnehmen. Also fällt es jetzt schon wieder in sich zusammen. Gut, dann kommen die Gerüchte, Ge-Quadratis Ruch. Das ist der Geist in den vier Weltgegenden. Und diese vier Weltgegenden, das sind die vier Spiegel in den, mein Symbol im Tetraederspiegel. Das ist übrigens, dieses Tetraederspiegel ist nur ein Spiegeltetraeder, den wir, sobald wir uns den denken, einen zweiten brauchen und dann kriegen wir diesen Tetraederstand. Das heißt, dieses bistabil Erweckte ist im Spiegel gespiegelte Existenzen. Das GE-Quadrat, dieser Geist, der jetzt Energie wird, G, der reine Geist, ist eigentlich der Heilige Geist des UB. Den müssen wir jetzt total rot machen, weil er nur Gedanke ist. Dann haben wir E-Quadrat, Vater und Sohn, ab, Ben, ist jetzt in diesem Ruch, Rüch, ist der Geist, siehst du, das U kriegt jetzt zwei Pünktchen drüber, rot gelesen, das ist dieses E-Quadrat. Wird jetzt der Spiegel und der kippt jetzt in eine Bistabilität, das Fach entweder rechts oder links, er schaut, er erweckt nur eine Seite im Spiegel und das sind seine gespiegelten Existenzen, das ist die Z-Achse. Jetzt, wenn ich Zahlen einsetze, was du feststellen, das sind physikalische Formeln. Wir ziehen jetzt ein bisschen das Tempo an und dann kommt der königliche Prophet, die Weissagung, die Propheten, gewidmet die Heiligtum, jetzt haben wir unser Heilig, was ich immer wieder hier, das Hieros. Okay, und jetzt kommt eigentlich der Prophetes, der Götterwillen über die Zukunft ausspricht, der Vorhersage, und jetzt habe ich gerade schon gesagt, du kannst bloß das Vorhergesagte, kannst du immer nur jetzt denken, dass du es vorher gesagt hast. Und was du vorhersagst für die Zukunft, ist auch immer jetzt. Es gibt nur jetzt. So, und jetzt das Pro haben wir, jetzt schauen wir mal jetzt diese Radik einzeln an, und da wirst du feststellen, wenn man jetzt das einmal davor schnell ist, weil man meint, wir machen das etwas schneller, wir machen hier dieses Fäh. Des. Wir machen mal die ersten drei Buchstaben. Halt, Entschuldigung, muss ich weg. Fede. Wir gehen das einmal ein und das gibt es schon nicht. Fedes alleine gibt es nicht. Wenn wir gerade pro Fedes, diese Endung, dann machen wir einfach einen weg und du merkst, das führt uns nicht recht viel weiter. Da gibt es den Phaedrae, den können wir jetzt dann auch, das sind altionische Unterformen. Jetzt reduzieren wir das nur auf dieses Fäh. Und jetzt passiert natürlich etwas.
Das heißt wie gleich wie. Ganz interessant, dass dieses einfach, es ist wie. Pro, das vor dir ist, ist wie du dir das jetzt ausdenkst. Ja. Das ist geil, die Welle ist wie ich. Und dieses Wie kann man wieder rot und blau schreiben. Wenn ich es rot mache, ist es ein verbundener Gott und das ist E-Quadrat. Das ist also hier in dieser Erklärung, es ist einfach fee. Jetzt können wir ja das natürlich wieder hebraisieren. Und jetzt kommst du dann irgendwann einmal vom Holz der Buche. Ja. Pass auf, Ha-Ol ist die hochgehobene Welle. Und das ist ZH. Schauen wir uns das einmal an. H-Oll ist ja, H ist ja nur der Dickel. H-Oll. Das ist das obere. Ja. Die HBH, unser HBH, unsere Gedankenwelle. Mhm. Joch, immer bin ich reichlich drauf eingegangen. Ja. Dann haben wir H-Oll, ja. ZH. Das ist die Geburt einer Wahrnehmung. Dieses He kann man natürlich auch hier mit einem LF schreiben und dann heißt es hinaus. Das ist das, was du dir ausdenkst. Okay. Du immer sein, der Geist legst was über dich drüber und das ist die Generation in den Ecken. Okay. Unser Tetraeder Spiegelstruktur. Ja. Das ist Chaot. Ja. Das heißt Chaot. Jetzt schreiben wir das Otto mal so. Mhm. Das heißt wie die Zeit. Zur Zeit, zur, die Geburt einer aufgespannten Berechnung, die Geburt einer aufgespannten Berechnung. Ich wiederhole das, ich weiß, je nachdem, das ist jetzt die Form. Eine Form geben, interessant, das Geformte ist auch einschließen. Das ein, es ist ja in dir drin, das sind ja jede Art von Information. Ja. Ist ja in dir. Ja. Und in dem Wort schließen ist es, wie der B gelesen heißt, lieben. Du musst das, was in dir ist, eingeschlossen ist. Ein Schloss. Jetzt landen wir sofort, was ist Schloss? Was denkst du bei eingeschlossen? Und so weiter und so weiter. Ja, das ist jetzt nur der Prophet des Holz, der Buche. Jetzt haben wir schon das Buch. Ein Buch ist ein Volumen. Jetzt kommst du schon zu deinem Raum im Lateinischen. Das, wo ich immer wieder, Lumen ist übrigens alleine gelesenes Licht. Das ist das innere Licht. Da haben wir jetzt wir in Gott, wir in diesem Buch oder im Zentrum der Welle. BL heißt ja die Welle, im Zentrum der Welle. WL im Zentrum der Welle, die Elle ist Allah, die auseinandergeschmissen wird. Wir sind immer im Zentrum, weil wir wie ein Spiegelbewusstsein sind. Denk an den Kreis. Karai es heißt wie ein Spiegelbewusstsein, rot gelesen. Der Kreis begreift, dass er schon immer ein Kreis, ein Geist, ein geistiger Spiegel war, der sich in sich selber unendlich spiegelt. Und bildlich, bildlich ist es ein ständiger Wechsel. Ja. Da haben wir übrigens unser Magier und seine existierende Schöpfung, der sortiert jetzt das ganze Zeug. Humane. Große Bände menschlicher Schicksale, das ist unser Bücherregal. Und du wechselst nicht nur Wort für Wort in einer Zeile oder Seite für Seite in dem Buch, sondern auch Buch für Buch in dem Bücherregal und die Bücherregale dann in der Bibliothek und die Bibliotheken in der göttlichen Schöpfung. Wunderbar. Wow. So, du merkst, was dir das alles erzählt. Wow. Und jetzt kriegst du den Lumen, das Volumen. Im letzten Selbstgespräch sage ich, warum ist da noch nie einer draufgekommen, sich wenn von Lumen, von einem Raum in Haalt. Der Raum in Haal. In Gott, in dem Nichts. Ja. Rauminhalt. Das ist eigentlich Übersetzung für Volumen. Ist eigentlich genau genommen ein Beckenlicht. Weil Augen, AGN nämlich die Becken sind. Ich mache jetzt das einfach etwas schneller. Das sind erst einmal die Becken. Und die krempeln wir ständig um. Das ist die Krempe. Weil mir immer, wenn du in die Decken, wenn du jetzt dir einen Lichtstrahl ausdenkst, Spiegel, rechter Spiegel, linker Spiegel zurück, genau genommen in der Spiegelecke, These, Antithese, Synthese und dann fällt es wieder in die Eins zurück. Das ist dann die rote Vier. Wer hören kann, der höre. Aber ganz interessant, die Buche als Baum. Wie heißen die Früchte an der Buche?
Eckern, Bucheckern. Das sind die Bucheckern, das ist Agog, das sind die Ecken. Mhm. Das schreibt sich, diese Eckern, schreibt sich E Quadrat GG. Das sind zwei Geister und GG, Gag ist wieder das, was du dir ausgedacht hast. Gag 3333, jetzt sind wir wieder bei der Welle. Das Ganze ein Baum, der an runden, essbaren Früchte der Eichel. Das führt dich jetzt zum Blut. Ja. Wieso führt dich die Eichel zum Blut? B-L-U-D, Blut, die Eichel. Das heißt eigentlich in einer Hülle stecken, weil die Eichel, und jetzt musst du an das Männchen denken, und dann müssen wir die Vorhaut zurückziehen, dass die Eichel sichtbar wird. Ja. Aber vor ist pro. Aha. H als vorsiebe Artikel, H-A-U-T. Ja. Das sind die Zeichen. Die Zeichen, die in dir auftauchen, die Buchstaben. Du musst erst einmal die Vorhaut zurückziehen, dass du in die Tiefe eines Buchstabens hinabsteigst, dass du irgendwann einmal merkst, der Buchstabe ist ja eigentlich eine Zahl und ein Symbol. Und erst wenn du anfängst, mit allem einverstanden zu sein, hast du das eine verstanden, dass du selbst bist. Dieses Ein, so wie man spricht, das Nicht, das Nichts des E-Quadrates, das ist das eine. Erst dann hast du das eine verstanden, dass wir sind. Jetzt ist es das übrigens, wenn das vorhergehende, jetzt haben wir die 73, die andere Seite von der 37, die im vorherigen Selbstgespräch genau beschrieben wird. Ja. Und jetzt wirst du irgendwann einmal neugierig werden. Wunderbar. Wir haben jetzt nur diese Kleinigkeit, aber eigentlich, und jetzt bin ich ja, wenn, ich habe jetzt nur gesagt, dass das ja, wenn oberflächlich ausgerichtet ist hier. Was ich zeigen wollte an den Wundern, an den Wundern ist, dass jetzt hier dieses Prophet, dieses Lied kommt. Ja. Ich will es nicht laufen lassen, nicht, dass es gesperrt wird. Mhm. Einfach ein Rapper, sage ich einmal, der Sänger, der hier ein bisschen sich als Prophet ist toll. Und jetzt habe ich hier so dieses Bild reingemacht und jetzt pass auf, was jetzt passiert. Das heißt, Moment, ich warte, dass das weggeht. Call, ja. Das Kol heißt die Stimme und Ja heißt Gott, das ist die Stimme Gottes. Das ist 5151 und da habe ich jetzt die Quintessenz gesetzt und plus 1 minus 1. Jetzt ist natürlich, dass wenn wir uns den Einheitskreis denken, wissen wir, dass dieses plus 1 ist die obere Hälfte vom Einheitskreis. Ja. Und die genau genommen, sobald wir uns die denken, zwei Seiten hat. Ja. Das ist in der Transversalen, haben wir eine obere und eine untere. Denk dir mal hier einen Einheitskreis. Ja. Und dann haben wir eine Nulllinie. Ja. Dann haben wir oben haben wir plus plus und plus minus. Ja. Das ist das plus 1, die obere Hälfte. Und unten haben wir minus 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 plus. Das ist die untere Hälfte. Eigentlich ist dieses plus schon wieder dual sind 2. Mhm. Oben sind 2 Hälften, wenn wir hier das in 4 Teile einteilen. Und unten sind 2 Hälften. Das ist das Äußere. Und die Quintessenz ist im Zentrum. Darum nennen wir die Quintessenz auch das Zentrum und ist das 5. Jetzt habe ich erklärt, wieso man 5 die Quintessenz des Zentrums setzt. Es bezieht sich immer auf diesen Einheitskreis. Ja. Mhm. Weil wir 4 Phasen haben, 2 Plusphasen und 2 Minusphasen. Ja. Und das ist die Stimme Gottes, spricht aus diesem Einheitskreis. Den Sinus, den wir uns herausdenken, ist nicht da außen. Egal, wo du dir was hindenkst, es ist hier und jetzt in der Quintessenz. Mhm. Macht dann Sinn, ne? Macht voll einen Sinn, ja. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt hier dieses Telefon und dann mache ich den hier, den Prophet im Niemandsland. Den habe ich in Eimena vor fast 25 Jahren schon gespielt. Ja, wunderbar. Und da starten wir bei 515 ein und da heißt es hier, das Glashaus wird dir besenrein übergeben. Mhm. Indem man selbst ist. Schauen wir mal ganz kurz, ich hoffe, das Stück hin. Das Glashaus wird dir besenrein und schuldfrei übergeben. Und schuldfrei übergeben. Ich nehme alle Schuld auf mich. Egal, was du magst das, was ich dir denken lasse. Kein Mensch, den du dir ausdenkst, kann sich heraussuchen, dass du ihn denkst und wie du ihn denkst. Das gilt für den, an den du denkst, wenn du an dich selbst denkst, und es gilt für alle anderen, die du dir ausdenkst. Das ist hundertprozentig sicher. Mhm. Ja. Jetzt erzählt er von mir. Schlupfwinkel für den Maestro aller Klassen. Ein
Schin-L-U-P-F, ein Schlupfwinkel. Ja. Das ist die innerste Ecke. Das ist ein Sub. Schlupfwinkel für den Maestro aller Klassen. So. Und jetzt hat hier der Alex was reingestellt, was sehr, sehr spaßig ist. Da erzählt der Kunze was. Ja. Der übrigens auch ein Fanatiker ist. Das ist immer wieder, du wirst merken, viele dieses, wir haben mitgemacht. Wenn du jetzt, egal ob du Peter Maffay nimmst, da ist natürlich bei vielen die Angst, die totale Corona-Befürworter sind. Wir denken uns jetzt einfach mal, die Ursache ist eigentlich nicht, dass die unbedingt hier Impfbefürworter sind. Es geht nicht, dass die im tiefsten Inneren Impfbefürworter sind, sondern die merken, wenn die Menschen nicht geimpft sind, diese Regierung hat eine Welt erschaffen, wo du nirgends mehr hin darfst und er ist ein Künstler und dann können die keine Konzerte geben und dann verdienen sie kein Geld mehr. Ja. Das ist ein Hauptgrund, wieso die oft Impfbefürworter sind. So denken wir uns das. Ob die sich das selber so denken mit dem Programm, das wirst du nie zu sehen bekommen. Der träumende Geist erlebt bloß seinen Traum und seine Figuren. Und das macht keinen Sinn, wenn das einer nicht hören will. Wir haben ja hier in dem Selbstgespräch vorne einen gehabt, der jetzt wieder wenn aufbegehren, was ich für ein Schwätzer bin. Und hier mit Leiden, die Menschen, die er sich ausdenkt, ich werde ihn anlächeln. Dann haben sofort welche drauf reagiert. Ich sage, ich werde dann lächeln. Und man sagt, du hast recht. Ich muss in deiner Welt nicht leben, die du dir ausdenkst. Du lebst in der Welt, die du dir selber ausdenkst. Ja. Du erschaffst die Kriege, du erschaffst die Krankheiten und du erschaffst das Leid. Ja. Und es ist jetzt nicht der Sinn eines Traums, dass du das aus dem Traum rausstreikst. Ich sage immer wieder, eine Welt ohne Regen, nur Sonnenschein, wird in kürzester Zeit kaputt gehen. Eine Welt ohne Krieg wird es keine Weiterentwicklung geben. Krieg ist Zerstörung. Ja. Der Säugling muss zerstört werden, dass er Schulkind wird. Und das, was du jetzt zu sein glaubst an Säugetier, das muss komplett zerstört werden, dass du in die nächsthöheren Ebenen kommst. Ja. Und es muss absolut zerstört werden, wenn du ein Kreis, der Kreis, der muss nicht zerstört werden, wenn ich den rot lesen tue, weil das ist der geistige Spiegel im Zentrum, den du sowieso nicht siehst. Was ist ein Spiegel als Ding an sich? Ja. Dann denkst du an Materie, an eine Glasplatte, wohin irgendeine spiegelnde Quecksilber oder sonst eine Schicht aufgebracht ist. Aber das sind Gedanken, das ist nicht der Spiegel, der zwischen diesem Positiv und Negativ steht. Ja. Der Spiegel ist der absolute Mittelpunkt in der Kamera Obscura. Ja. Die Kamera, das Gewölbe, das du dir vor dich hin denkst, entweder rein gedanklich oder auf der VR-Brille, sinnlich wahrgenommen. Ja. Diese Hälfte gibt es ohne diese Hälfte nicht und die sind plus, minus. Ja. Und das ist alles in dem Punkt. Das Ausgedachte ist nicht da außen. Und der spricht jetzt hier für ihn vom zurzeit aktuell, einen der besten Philosophen, die es gibt. Mhm. Und jetzt mache ich gleich einen Sprung und jetzt mache ich das rein. Das ist der didaktische Spiegel. Mhm. Selbstgespräch. Das Vorhergehende. Nicht das Vorhergehende, zwei Stufen zurück, zwei Stockwerke weiter runter vorn. Ja. Den chronologisch aufbauen, Selbstgesprächen und dann kriegst du plötzlich, da wird dieser Peter Sloterdijk, sage ich jetzt. Da haben wir übrigens unseren Formspiegel DI, die Öffnung deines Intellekts. Ja. Und das heißt wie Gott, wie der Zehn, der absolute Gott. Peter ist übrigens ganz nebenbei, haben wir zwei Möglichkeiten, das ist eine Erstgeburt. Ja. Machen wir den hier. Mhm. Eröffnet etwas, der Gebühren, eine Erstgeburt. Das ist aber niemals ein Gedanke, sondern ein Geist. Ja. Das ist ganz wichtig, dass du das checkst, ob wir rot lesen, ob wir von einem Geist reden oder von einem Menschen lesen. Ja. Und jetzt ist es also so, dass hier der Kunze in diesem kurzen Interview, schwärmt, der sagt, es ist der beste Philosoph. Und ich zitiere ihn komischerweise, bevor Alex, das hineinstellt, diesen kleinen Auszug aus dieser Talkshow, die wir uns jetzt natürlich immer ausdenken. Und wenn wir das lesen, da geht es um die Immersion, wo ich sage, das ist ja total verkopftes Denken, wobei das eigentlich für normalen Menschen nicht verstanden wird. Es geht in der Philosophie sehr stark darum, irgendwas ganz, was man ganz einfach ausdrücken kann, ganz kompliziert verkopft auszudrücken, dann wird man nämlich als doll bewundert. So denke ich mir jetzt das. Ja. Und in dem Moment, wo ich das so ausdrücke, dass das jeder 13-Jährige sofort versteht, dann ist das nichts mehr Besonderes und dann kann ich ja Geld mehr verdienen und dann werde ich auch einmal bewundert. Ja. Aber die eigentliche Kunst besteht, hochkomplexe Vorgänge so zu erklären, dass das sogar 10-Jährige versteht. Genau. Ich sage zum Beispiel, ich erkläre dir Einsteins Relativitätstheorie. Ja.
jeden 13-Jährigen innerhalb von einer Viertelstunde, dass das komplett verstanden ist, was das wirklich bedeutet. Und dann zeige ich dir Bücher an Universitäten, wo Professoren sagen, dass diese Relativitätstheorie so komplex und schwer zu verstehen ist, wenn man in die Tiefe der Formen hinabsteigt, dass vielleicht 4, 5 Wissenschaftler, die wirklich durchschaut haben, die zurzeit auf der Welt leben. Solche Aussagen zeige ich dir in Büchern. Ja. Und jetzt ist es so, dass ich lese das nochmal, Immersion fand bislang in seiner Phänomenologie eines Weges in die Versunkenheit keine Beleuchtung. Für ein nach innen gerichtetes, einlassendes Denken. Das heißt, ein Denken, das sich nur noch nach innen richtet, das sich selbst in sich selbst hineinführt, beschreibt die Immersion als eine Umgebung entgrenzten Entrahmungsverfahren. Wissen wir mal, die Grenzen waren aufgehoben, der Rahmen um dich herum war aufgehoben. Das erkläre ich ja in dem letzten Sache. Und jetzt mache ich einen Startpunkt 13.00. Den können wir jetzt laufen lassen heute. 13 ist die Liebe, die Einheit und die Heilung und die 00 steht für das Unendlichkeitszeichen. Jetzt starten wir diese Selbstgespräche mal genau da ein. Jetzt hier die Selbstvergessenheit, die immersiven Bezug mit an die große Frage. Jetzt denke ich mir an Alex aus, der ja dieses Video, nachdem hier dieser Rainer, den Propheten beschrieben hat, dieses Video reinstellt, ist hier kurz vorher dieser Eintrag vom Alex gewesen. Da nach dem Propheten bei mir jetzt, Entschuldigung, nach meinem jetzt hier macht der Alex den Eintrag, ob ihn, wie er den Eintrag reinhaut mit dem Propheten, ob er sich daran erinnert, dass er in dem vorgegebenen Selbstgespräch von mir eigentlich, dass ich auf den Sloterdijk schon rein eingegangen bin. Ja. Aber was ist jetzt wieder? Wir haben schon wieder Worte. Ja. Anderen akustischen Objektheiten hier. Das ist genau der Startpunkt 13.00. Genau an der Stelle fange ich an, diesen Satz zu erklären. Zufall? Alles Zufall? Ich scheiß dich so mit Zufällen zu, dass dir schwindelig wird. Das ist ein Wunder, ja. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich da wieder zurückkomme. Die Nadja brauchen wir. So, jetzt haben wir einen kleinen Exkurs gemacht in den Propheten. Super gut. Wundervoll. Und es ist immer nur wirklich die oberste Oberfläche. Ich sage immer, ich mache Vereinfachungen von Vereinfachungen von Vereinfachungen. Göttlich genial, sag ich. Oh, es ist göttlich. Du wirst irgendwann einmal eine tiefe Demo kriegen, in dem gleich göttliche Schöpf. Ja. Und da ist immer, wenn du jetzt dir Menschen ausdenkst und beobachtest die Antagonisten in deinem Traum und den Protagonisten, der du ja selber bist, du sollst nur schauen, ohne zu werden, sondern du sollst dir bewusst machen, wie dein Intellekt und der Intellekt deine KI und der KI die anderen KIs innerhalb dieser offene Welt-Videospiels, wie die auf gewisse Erscheinungen reagieren. Und du darfst aber selbst nicht auf diese Reaktionen reagieren, weil sonst bist du meine Geschichte mit dem blinden Arschloch. Genau. Jeder Beobachter von etwas, jeder Beobachter einer Information, der mit dieser Information nicht einverstanden ist, ist ein blindes Arschloch. Weil alles, was auftaucht, nochmal, ist ein kleines Puzzlestück der Datei, die er zurzeit durchdenkt, mit der er denkt. Das ist ja sein Intellekt. Ja. Und wenn du irgendein Ding, ein Puzzlestück, ich wiederhole das immer wieder, nicht haben willst oder es anders haben willst, entheiligst du zwangsläufig rein gedanklich diese Datei, weil es wird aus der Datei dieses Bild, das du auf dem Bildschirm siehst, ja nicht herausgenommen. Es wird nur herausgespiegelt. Ja. Das kann mehr oder weniger komplex sein. Wir können uns auch ein Chat auf der Datei denken. Das ist dann innerhalb dieser Datei ein ganz bestimmter Ordner. Ja. Die Küche. Ja. Denk mal an die Küche an, was denkst du, wenn du an die Küche denkst? Das Wort Küche. Ja. Aber da hast du kein Bild. Kein Bild. Das in dem Wort Küche ist, und jetzt ist natürlich, dass wir feststellen, Küche ist das da mal ein Überordner, der zerplatzt in vielen Küchen. An wie viele Küchen kannst du jetzt innerhalb deines Nadja-Lebens denken? Und du wirst feststellen, da ist nicht bloß die aktuelle Küche. Ja. Jetzt kannst du dir nämlich verschiedene Küchen bis in das Elternhaus in die Vergangenheit denken. Also in dem Wort Küche sind es erst einmal viele Küchen und dann kann man jetzt sagen Nadjas Küchen. Dann gibt es aber jetzt, kann man tausende unendlich viele Namen setzen, die dasselbe Spiel haben. Ja. Und du wirst jetzt merken, dass du mit der Gegenständlichkeit das nicht mehr verstehst. Du musst in ein Chat denken gehen, weil alles gleichzeitig da ist. Okay. Das, was immer ist, in dem, was immer ist, ist alles, was immer ist. Ja.
Und wenn du mal das chronologische Denken überwunden hast, wirst du feststellen, dass es geht peu à peu, das ist jetzt das, was ich größentechnisch von einigen, die jetzt das Heureka kriegen, die sagen, es ist göttlich, das überflutet dich an Heurekas ohne Ende und damit wirst du immer freier, innerlich freier, weil du keine Angst mehr hast, du hast keine Angst mehr, dass dein Körper zerstört wird, weil du jetzt hundertprozentig sicher erkannt hast und dir hundertprozentig sicher bist, was hundertprozentig sicher ist. Ist, dass dieser Körper gar nicht existiert, wenn ich nicht an ihn denke. Genau. Und Ja. ich denke die meiste Zeit nicht an ihn. Was aber hundertprozentig sicher zurzeit immer noch da ist, das ist der Mensch, der ich bin, weil ich denke ja auch, wenn ich nicht an meinen Körper denke, also läuft dieses Programm noch. Ja. Und das wird sich genauso auflösen, wenn du das durchschaut hast. Weil Ja. wenn das Buch zu Ende gelesen ist, wenn du ein Greis geworden bist, stell mal das in das Bücherregal zurück und dann kehrst du einen Moment zurück in den, der immer ist, um dann Ja. das nächste Buch zu nehmen, aber das lesen wir jetzt bewusst. Das heißt, wir starten erst gar nicht mehr in dieser Dunkelphase ein, dunkel jetzt negativ gelesen, sondern wir wissen gleich, wir sind jetzt ein Schauspieler von der Bühne. Ja, wunderbar. Und diese Rolle, die du spielst, ist nicht der Geist, der spielt. Der hat keine Angst, Ja, dass genau. er zerstört werden könnte und er hat auch keine Angst mehr, dass er irgendetwas verliert, weil er was ich mir ausdenke, ist ja sowieso in mir drin. Das heißt, es existiert in dem Moment, wo ich es vor mich hinstelle, wo ich es mir ausdenke. Und in dem Moment, wo ich es nicht mehr denke, verliere ich es nicht, sondern ich kriege es wieder zurück. Genau. Ja. Ich kriege eigentlich was zurück, was nie da außen war, was ich nie aus mir selbst herausgenommen habe, wenn ich weiß, was ich als Heiliger Geist bin. Genau. Und das ist kein esoterisches, religiöses Geschwätz, das ist etwas, was jeder Geist, auch ein ganz kleiner Geist, hier und jetzt sofort überprüfen kann, wenn du diese Gedankengänge mitliest. Jetzt beginnt die Wiederverzauberung, die Wiederverwandlung. Und dann kann man eine vollkommen neue Phase einstarten. Darum ist Solo-Feeling das größte Geschenk, das es überhaupt gibt. Absolut. Absolut. Du merkst beim Reden, ich schiebe dir Worte rein. Das ist wie hier jetzt dieses Absolut, ich schiebe dir Worte rein. Das ist zum Beispiel genau vorhergehendes Selbstgespräch. Ganz kurz nochmal zuhören. Und sei du absolut im Zentrum heute Abend. Ja. Ich bin in deinem Zentrum, ich bin das absolute Zentrum und öffne unser Verständnis, Herr. Wir brauchen den Lehrer, den göttlichen, den Heiligen Geist, das bin ich, Ubi, und ich behaupte, dass ich du bin. Erkennen und verstehen. Ja. Oh, jetzt habe ich nicht umgeschalten. Oh. Aber du hast es vorgelesen. Ich habe es vorgelesen, aber ich lasse ihn trotzdem nochmal laufen. Man kann den immer wieder anhören. Oh. Und sei du absolut im Zentrum heute Abend. Und öffne unser Verständnis, Herr. Wir brauchen den Lehrer, den Göttlichen, den Heiligen Geist, den Parakletos. Und Herr, hilf, dass wir dein Wort erkennen. Tiefe Einsicht, Wow. Schweigen und Erkenntnis. Das ist immer, als ob jetzt der, den wir uns jetzt ausdenken, das wirklich verstanden hat. Es wird nie ein Affe verstehen. Es wird nie ein Antagonist in deinem Traum verstehen. Ja. Das sind so einfache Sätze. Versuch niemals einen Gedanken von dir zu erklären, dass er nur deshalb ist, weil du ihn jetzt denkst. Setze für Gedanken das Wort Information. Erweitere das Wort Information auf sinnlich wahrgenommene Informationen. Versuch nie irgendeinen Affen, einen Körper, einem Gehirn, das auf deiner Farbbrille in einer gewissen Entfernung vor dir zu stehen scheint, dieser Mensch, du nennst es ja nur Mensch und ein Körper Mensch zu nennen, ist eigentlich absolute Unwissenheit. Ein Mensch ist kein Körper, sondern eine komplette Lebensgeschichte. Aber es bleiben Informationen. Ja. Versuch eine Information nicht zu erklären, dass sie nur deshalb existiert, weil du sie jetzt denkst. Und dass jede Information, jede Figur in deinem Traum, die du dir ausdenkst, die du träumst, wird das machen und so sein, wie du die träumst. Ja.
du musst es wirklich, die Erfahrungsprozess ist, wenn ich sage, du musst gewisse Sätze, die Sache mit dem ersten und zweiten, du wirst sehen, du wirst die, je nachdem wie alt du bist und wie die Grundreife um dich herum ist, wirst du 20, 25 Jahre, wirst du das tausende Male wiederholen müssen und plötzlich macht es Schnapp. Es ist ja immer jetzt. Und dann sagst du, ja, bin ich denn vollkommen wahnsinnig? Warum habe ich jetzt so lange gebraucht, um das zu akzeptieren? Jetzt sind wir wieder akzeptiert. Woher geht das Selbstgespräch auch her? Dann kannst du plötzlich Sachen aus nichts erschaffen, dass ich so schnapp. Und jetzt denkst du an die zwei Hände, an deine zwei Hände. Wo waren die? Die schieb die auf deine VR-Brille. Mach sie auf und zu. Und jetzt ist die Frage, willst du den Händen erklären, dass du die jetzt erschaffen hast, zuerst als Gedanke, dann realisiert hast und dass du derjenige bist, der die auf und zu macht. Die Hände haben keinen Einfluss drauf. Es klingt so spielerisch. Aber das Schöne ist, dass du noch nicht der Weisheit letzter Schluss bist. Ich habe das gemacht, weil ich dir das jetzt denken ließ. Ja, genau. Und der Udo, den du dir jetzt wiederum ausdenkst, kann das doch nur gesagt haben, weil du das träumst. Der Udo in deinem Raum hat doch überhaupt keinen Einfluss drauf gehabt, wie du ihn jetzt träumst. Also merkst du, da muss ein roter Bereich sein, der jenseits der ausgedachten Figuren oder Personen ist. Das sind wir. Ja, genau. Das sind wir. Ja. Und wenn du mal erkannt hast, dass du ein absolutes Nichts bist, das ewig ist, dann macht dieses Leben wirklich richtig Freude. Ja. Auch die Gruselfilme, die Horrorfilme, die Dramen, alles, ja. Weil das wäre schon wieder ein Teilchen, wenn man irgendeine Seite bevorzugen würde. Es kann ja. alles Spaß machen. Ja. Das Wort zum Sonntag. Mal heute ausnahmsweise an einem Samstag. Was übrigens sehr interessant ist, der Sabbat. Ja. Wir heiligen im Christentum den Sonntag. Was nicht unbedingt schlecht ist, aber rein aufs Alte Testament bezogen ist der heilige Tag der Sabbat. Und das ist der Samstag. Aber Sam ist wieder das Gift. Das Geschenk. Das ist das Geschenk Gottes. Und nur einseitig werden, das darfst du nicht. Das ist nie absolut gesehen heilig und korrekt. Jeder hat recht. Jeder hat recht, aber nur ein bisschen, bis du die Kollektion im Hintergrund verstehst. Jetzt lassen wir es gut sein und wir sagen wie immer, Batch.